schön, dass du wieder mit dabei bist. Es ist Herbst, die Bäume verlieren ihr Laub. Es ist ein großer Prozess des Loslassens, aber der Herbst steht auch für Fülle, für Veränderung. Es sind große Themen, die da aufeinander prallen. Auf der einen Seite Fülle, auf der anderen Seite Loslassen, sich verändern, nach innen schauen, Innenkehr, Zeit für Stille, Zeit zum Überdenken. Ja, einfach auch Zeit des Loslassens, negative Emotionen, negative Glaubenssätze. Es ist die beste Zeit, um in sich zu gehen, nochmal über alles nachzudenken und zu überlegen, was ist unnötiger Ballast, unnötige Emotionen, die einen belasten, bedrücken, schwerfallen. Ja, und wie es die Bäume machen, einfach Altes loslassen, in die Ruhe, in die Stille gehen, um dann im Frühjahr wieder kraftvoll durchzustarten. So kannst du das auch machen und einfach den Herbst und den Winter jetzt nutzen, um in dich zu gehen, um zu spüren, was belastet dich, was tut dir nicht gut und wie willst du eigentlich leben? Wie willst du deine Fülle leben und zu dir kommen und deinen eigenen Weg gehen? Ich habe hier ein Öl mitgebracht, Purification, das steht für Reinigung. Und das unterstützt den Prozess. Also ich finde es ganz toll. Man kann es in die Aura streichen. Ich nehme einfach mal einen Tropfen in die Hand. Verreibe es in den Händen. Und verteile das jetzt einfach mal hier so in meiner Aura. Und es unterstützt dann einfach, um negative Emotionen, Energieblockaden, einfach alles loszulassen und die Aura zu reinigen. Du kannst es natürlich auch inhalieren. Man spürt schon so richtig die Frische, wie es alles so durchbläst, wie wenn jetzt hier so der Wind durchbläst und die ganzen Bäume einfach mitnimmt. So hilft dir das Öl wirklich, alle negativen Emotionen mitzunehmen, wegzuspülen, loszulassen. Ja, es ist wirklich sehr unterstützend im Reinigungsprozess. Man muss natürlich aufpassen, durch den hohen Kampfergehalt darf man es auf keinen Fall in der Nähe von homöopathischen Mitteln lagern, weil diese Informationen, die darin gespeichert sind, die werden auch gelöscht. Also es ist wirklich so stark, es löscht sämtliches weg, deswegen immer schön getrennt aufbewahren. Inhaltsstoffe sind Zitronella, Zitronengras, Lavandin, Rosmarin, Myrte und Teebaum. Das ist wirklich eine sehr kraftvolle Mischung. Man kann es auch super gut benutzen, um die Luft zum Beispiel zu reinigen, wenn du gekocht hast oder wenn Zigaretten oder Tiere den Raum irgendwie vielleicht so ein bisschen muffeln lassen. Machst du es einfach in einen Diffuser und dann verbinden sich die Aromamoleküle mit den schlechten Geruchsmolekülen und du hast ganz schnell wieder einen Raum voller Frische, voller duftender Energie und diese ganzen Muffelgerüche und negativen Sachen, die werden einfach aufgelöst und mit weggenommen. Also es hat wirklich einen ganz stark reinigenden Effekt. Du kannst es für ganz viele Dinge verwenden, auch für deine Kleidung, für Schuhe, für Teppichböden, im Auto, überall da, wo sich schlechte Gerüche und schlechte Geruchsmoleküle einnisten und festsetzen, kannst du es benutzen, um das wieder aufzulösen und so ein Aroma der Frische und der Lebendigkeit wieder zu schaffen. Es desinfiziert auch sehr gut. Also wenn du zum Beispiel eine kleine Wunde hast, kannst du es gut drauf machen oder beim Insektenstich und es reinigt ganz schnell und desinfiziert die Wunde. Also es ist sehr vielfältig, sehr kraftvoll. Ich nehme es auch immer mit, wenn ich auf Reisen bin, wenn ich auf einer öffentlichen Toilette war, dann reibe ich mir die Hände damit ab und fühle mich danach erfrischt und desinfiziert. Oder auch auf der Arbeit, jetzt in der Erkältungszeit, wo man dann immer so Türklinken anfassen muss oder Computertastatur. Da fühle ich mich auch besser geschützt, wenn ich dann einfach meine Hände dann mal damit erfrische und das Gefühl habe, so, jetzt ist alles gereinigt, Keime sind abgetötet und es fühlt sich wieder gut an. Auch wenn du jetzt im Großraumbüro sitzt, wo viele ihre Keime dann in die Atemluft lassen, da hilft auch so ein Diffuser, um einfach die Luft keimfrei zu machen und so eine Atmosphäre und einen Duft von Frische, Lebendigkeit und auch ja, Gesundheit und eben nicht so, wo du das Gefühl hast, jeder niest und die Keime und Bakterien verbreiten sich überall und du atmest das jetzt ein, sondern es bietet dir so einen Schutzwall gegen diese ganzen Keime.
Das finde ich immer sehr angenehm und nutze das immer ganz gerne. Ich stelle mir immer daneben meinem Computer einfach so einen Diffuser auf und fühle mich dann einfach so rundum geschützt und gut behütet. Und außerdem riecht es wirklich auch fantastisch. Es ist einfach wahnsinnig erfrischend. Noch ein ganz toller Tipp für Purification ist einfach, es in die Waschmaschine zu tun. Ich wasche meine Wäsche mit Efeu. Ich pflücke hier immer so 15 Blätter. Und die mache ich dann klein und tue die in so ein Wäschesäckchen und tue die in die Waschmaschine. Und oben in das Fach mache ich dann ein paar Tropfen Purification rein. Und es desinfiziert und erfrischt die Wäsche, nimmt auch den schlechten Geruch einfach komplett raus und macht die Wäsche ganz frisch, lebendig. Und es fühlt sich ganz toll an, wenn du die wieder anziehst und sie duftet so frisch. Und du weißt genau, es ist 100% biologisch und du tust dir keine Chemie auf die Haut. Und das Efeu, das wäscht so effektiv. Also ich bin total begeistert. Ich mache das jetzt schon seit 2 Jahren und ich habe wirklich auch hartnäckige Flecken einfach immer wegbekommen. Und es klappt super. Probier es mal aus. Man kann auch mit Kastanien waschen, aber ich finde es ein bisschen aufwendiger. Und ich habe halt hier das ganze Efeu und da bietet es sich einfach an, mit Efeu zu waschen. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Tipps geben. Es wäre schön, wenn du es einfach mal ausprobierst. Und ich würde mich über ein Feedback natürlich total freuen. Unterm Video ist auch der Link, wo du Purification bestellen kannst. Und dann freue ich mich. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.